Willkommen zurück. Wir sind beim Wirtschaftsfachwirt. Wir sind im Fach Recht und Steuern. Hier ist der Überblick. Recht bedeutet BGB, die fünf Bücher, vor allem die ersten drei. Dann das Arbeitsrecht spielt eine Rolle, das Wettbewerbsrecht, das Gesellschaftsrecht. Und weil das Fach Recht und Steuern heißt, auch die Grundstrukturen im Steuerrecht und das Handelsrecht. Und hier sind wir. Da gehen wir weiter in die Details. Wir klicken zur nächsten Mindmap, die zeigt uns die wesentlichen Punkte des Handelsrechts. Das Handelsregister, die Prokura, die Kaufmannseigenschaften könnte man auch noch prüfen, die Firma und eins bleibt noch, das Grundbuch und das ist Thema dieses Videos. Also das Grundbuch. Zunächst mal halten wir fest, die Einsicht ins Grundbuch. Dafür braucht man ein berechtigtes Interesse. Das ist anders als beim Handelsregister. Da kann jeder Einsicht nehmen. Für das Grundbuch brauchen Sie ein berechtigtes Interesse. Wo finden Sie das Grundbuch? Sie finden es im Prinzip beim Grundbuchamt und das Grundbuchamt ist in der Regel beim Amtsgericht, manche sagen auch beim Registergericht, aber das ist das Amtsgericht, beim Amtsgericht. Da finden Sie das Grundbuch und dann können Sie Einsicht nehmen, wenn Sie ein berechtigtes Interesse haben. Wann haben Sie ein berechtigtes Interesse? Zum Beispiel, wenn Sie Makler sind oder wenn Sie eine bestimmte Immobilie kaufen wollen. Ja, da lassen Sie sich am besten dann vom Eigentümer was schreiben und das legen Sie vor, damit nachgewiesen ist, dass Sie ein berechtigtes Interesse haben. Ja, Sie müssen es nicht nur haben, Sie müssen es auch gegebenenfalls beweisen, es sei denn, Sie gehen als Makler dort sowieso ein und aus und man kennt Sie, dann wird man Sie nicht mehr fragen. Aber in dem Fall, dass Sie etwas kaufen möchten, eine Immobilie kaufen möchten und sich natürlich berechtigterweise dann auch mal informieren wollen über die Angaben, die man im Grundbuch findet, dann müssen Sie das berechtigte Interesse auch nachweisen können. So. Und was sind denn die Angaben im Grundbuch? Also Aufbau, wie ist das Grundbuch aufgebaut? Und dann sehen wir auch gleich, welche Angaben wir da finden. Man könnte sagen, A ist die Grundakte. Dort kommen alle Dokumente rein, die irgendwo mit der Immobilie zu tun haben. Und B ist das Grundbuchblatt. Und das Grundbuchblatt ist mehr als nur ein Blatt. Deswegen machen wir auch einen separaten Punkt hier. Grundbuchblatt betrachten wir separat. Das kann man mit so einer Mindmap wunderbar machen. Da sieht man, dieser Punkt wird hier jetzt nochmal im Detail betrachtet. Wir sehen hier im Prinzip drei Bereiche. Das erste ist die sogenannte Aufschrift. Und die Aufschrift ist Gericht bzw. Bezirk, ja, also mit anderen Worten, wo das Grundstück bzw. in welchem Bezirk es sich befindet. Das zweite ist das Bestandsverzeichnis. Und da finden wir dann Details über die Lage und die Größe des Grundstücks. Und das dritte sind dann drittens die Abteilungen. Und das kann man sich ganz gut merken. Drittens Abteilungen. Und es gibt auch drei Abteilungen. Deswegen wechsle ich jetzt auf Römisch. Das erstens ist der Eigentümer oder die Eigentümer steht in der ersten dieser drei Abteilungen. In der zweiten, römisch zweitens, stehen Lasten und Beschränkungen, die unmittelbar mit diesem Grundstück zu tun haben. Zum Beispiel, wenn da jemand ein Nießbrauchrecht hat. Ja, nehmen wir an, das Grundstück wäre ein Acker, dann gibt es Nießbrauchrechte. Ja, nicht nur beim Acker, aber das ist ein griffiges Beispiel. Ja, dann kann man da ernten und das ist ein Nießbrauchrecht. Und das dritte, und das ist besonders dann wichtig, wenn man
den Immobilienkauf fremdfinanziert. Da stehen die Grundpfandrechte. Also das ist das, was die Bank natürlich insbesondere interessiert und wo auch die Banken dann eingetragen sind in aller Regel. Ja. Das ist Abteilung Grundpfandrechte. Grundpfandrechte ist die Hypothek und die Grundschuld. Jetzt könnte man hier weitergehen und hier nach Unterschieden fragen. Ja, das könnte man jetzt hier dranhängen oder auch eine neue Mindmap machen, die man nennt Grundpfandrechte. Aber das führt uns für das, was wir hier machen, nämlich Recht und Steuern vom Wirtschaftsfachwirt zu beleuchten, führt uns das sicher zu sehr ins Detail. Ja, aber das Schöne ist, dass man immer genau sehen kann, in welchem Detaillierungsgrad man sich befindet. So, das sind die wesentlichen Dinge zum Grundbuch. Na, wenn Sie das in einer mündlichen Prüfung abrufen können, denke ich, sollte es auch gut sein. Alles Gute, Marius Ebert. Wollen Sie Ihre Lernmotivation steigern? Dann klicken Sie für Insider-Informationen auf den Link unter diesem Video.